Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mit meinen zwei Liebsten, der Kokolores und der Curly unterwegs. Mit den beiden habe ich schon mal 2 Jahre zusammen gewohnt und das sind ganz gute Freundinnen von mir. Und wir gehen jetzt in die Stadt und shoppen ein bisschen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt dran. So Mädels, was wollt ihr denn kaufen? Ich will ja eigentlich nichts shoppen. Wie ihr wisst, habe ich ja gerade vor kurzem mir was Größeres zugelegt und deswegen bin ich jetzt nur Begleitung sozusagen. Was wollt ihr kaufen? Also ich will unbedingt in den Douglas. Warum? Weil ich mich da von so einer Make-up-Tante schminken lassen will, weil ich einen Bronzer suche zum Gesicht konturieren. Die Mia ist voll rassistisch, die mag keine schwarzen Hunde. Wir haben jetzt auch mit am Start. Genau, also wir gehen zu Mac erst. Zu Douglas wegen Mac. Mhm. Die liebe Kokolores wird jetzt konturiert. Wir machen jetzt ein Vorher-Nachher. So sieht sie vorher aus. Brille hat sie schon abgenommen. Und wir zeigen euch gleich, wie sie dann aussieht. Und also, und so sieht Kokolores danach aus. Und man sieht es schon, also ich finde, das ist schon ganz schön konturiert. Und hast du sie gekauft? Ja. Yay! So, wir waren jetzt gerade bei Zara und ich wollte eigentlich nichts kaufen, aber ihr kennt mich ja mittlerweile, ich habe was gefunden, was ich schon sehr lange gesucht habe. Und ich habe es auch schon auf Instagram gepostet. Und zwar einen Pullover mit Nieten obendran. Ich zeige ihn euch später nochmal. Und Kokolores hat ihren Traumschal gefunden. Und zwar hast du den bei wem gesehen? Bei Miss Christina Licious. Liebe Grüße. die hat einen ganz, 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 ganz tollen Schal gekauft mit so Totenköpfen drauf. Ich zeige euch den mal. Der ist auch von Zara. Da sind die Totenköpfe. Und der war nicht reduziert, aber ich war einfach so froh, dass ich den jetzt endlich habe. Einfach glücklich. Weil du hast ihn auch schon in anderen. Ja, ich habe ihn in Frankfurt überall gesucht und jetzt habe ich ihn endlich noch. Yay! Weiter geht's. Jetzt gehen wir noch in einen Möbelladen, so ein Kitschladen kann man den eigentlich nennen. Der ist sehr cool, der heißt so. Und wir sind heute übrigens nach Wiesbaden gefahren. Also den Laden findet ihr dort und da habe ich auch schon ganz viele Sachen gekauft, weil hier gibt es ganz viele Dekoartikel. Und das letzte Mal habe ich mir so einen Vogelkäfig gekauft für 20 Euro, den ich dann dekoriert habe. Und genau, Curly hat auch gerade eine entdeckt. Und heute gibt es sogar 50%. Aber so Sachen haben die hier halt und ja, richtig cool. Innen kann ich, also darf ich nicht filmen, aber ich kann ja mal so ein bisschen hier außen zeigen, was die alles haben. Also richtig cool, weil es sind teilweise auch so Einzelstücke, aber vom Preis wirklich in Ordnung. Und man kann auch mit denen ganz gut handeln. Und da gehen wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal rein. Die zwei Mädels sind jetzt nochmal zu Accessorize. Und da ist immer so eng drin und es ist mir ganz ehrlich auch viel zu teuer. Und deswegen sitzen Mia Mops und ich hier auf der Bank und warten, bis sie wieder rauskommen. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir einfach später einen Haul machen, weil es ist einfach viel zu dunkel, um euch jedes Mal nach dem Geschäft die Sachen zu zeigen, die wir gekauft haben. Und deswegen freut mich auf einen kleinen Haul am Schluss. Während wir hier warten, habe ich gedacht, ich stelle euch mal eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, in welchen Läden ihr am liebsten einkaufen geht. Ich gehe am liebsten zu Primark, und H&M, No-Name-Läden und Secondhand-Läden und Flohmärkte. Ja, und jetzt würde ich gerne wissen, wo ihr am liebsten einkaufen geht. Also schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, jetzt sind wir beim Inder eingekehrt und jetzt gibt es lecker Essen. Das ist schon mal unsere Vorspeise. Yummy.
dann Hauptspeise, zeigen wir vielleicht nochmal und dann gibt es den Hot. Jetzt gibt es lecker Haus. Was sehe ich denn eigentlich aus? Jetzt gibt es lecker Hauptspeise und wir zeigen euch mal, was wir uns so bestellt haben. Also ich habe einmal Kichererbsen mit Kartoffeln, Knoblauch und weiß ich nicht, mit einer speziellen indischen Soße. Das steht auch in der Karte. Die Curly hat Chicken mit Mandeln und Kokosnuss, genau. In auch einer speziellen Soße. Mit Curry auf jeden Fall. Und ich habe das Gleiche. Achso, stimmt. Und Mia Mops ist ganz brav und liegt hier in der Ecke. Und der Kellner hat gleich gesagt, in die Ecke, als wir reingekommen sind. Okay, wir essen jetzt. So, wir sind jetzt wieder zu Hause bei mir und wir haben ja gesagt, wir machen noch einen Haul. Also wir zeigen euch, was wir gekauft haben. Und wer soll anfangen? Du. Okay. Okay, also ich fange an mit Zara. Die liebe It's Kim Lian hat einen Pullover angehabt, als ich sie demnächst getroffen habe. Und ich habe mich in diesen Pullover verliebt. Das war so ein Ombre mit Nieten an den Schultern. Und ich habe ihn überall gesucht bei Zara und ich habe ihn nicht gefunden. Und heute habe ich ihn sogar im Sale gefunden. Und ich liebe diesen Pullover. So sieht er aus. Also schön dieses Ombre und wie gesagt die Nieten an den Schultern. Und ich habe 25 Euro dafür gezahlt bei Zara. Und jetzt, wer hat noch was bei Zara gekauft? Ich. Ja, ich war auch bei Zara. Echt? Natürlich hier mit der lieben Ova. Logischerweise. Und ich habe es ja vorher schon kurz gezeigt im Video. Und zwar habe ich mir da einen Schal gekauft. Der schaut so aus, ist ewig lang, ist grau und hat so lauter Totenköpfe drauf. Ja, den hatte ich vorher gesehen bei Miss Christina Licious. Die hatte sich den auch gekauft und ich habe ihn in Tausenden von Zaras gesucht und habe ihn endlich hier gefunden. Und der hat, war leider nicht reduziert, der hat noch gekostet 22 Euro. Ja, das war's. Der ist auch ganz cool, weil der so ein bisschen dicker ist und weil man den auch wie so ein Poncho tragen kann. Ne? Der ist so ein bisschen dreieckig geschnitten, also der ist ganz cool. Also wer auf Totenköpfe steht und ja, der sollte mal danach gucken. So, das war's mit Zara. Dann waren wir noch bei Mango und da habe ich was gefunden, auch im Sale. Da habe ich mir dann noch dieses Oberteil gekauft. Das ist schwarz und leicht transparent und hat unten so dieses schöne Schößchen. Ich hoffe, man sieht das hier. Auf der Rückseite ist das Schößchen nicht mehr, da geht es einfach gerade runter. Und was an diesem Teil so schön ist, das hat dann oben am Kragen, hat das eben auch so dreieckige Nieten, also so Zacken. Und das finde ich sehr schön und dafür habe ich 9,99 Euro bezahlt. Das war's, ne? Von Zara auf jeden Fall. Von Mango. Mango. Ach, Mango. Genau, dann war ich noch bei Accessorize. Da sind die zwei draußen geblieben. Nee, gar nicht wahr. Die Curly ist mit reingekommen. Und die haben ja jetzt im Moment auch Sale, wie so ziemlich alle anderen Geschäfte auch. Und da habe ich für nächstes Jahr an Weihnachten ja, schon gleich mitgedacht. 12 Monate. Ja, aber das ist, da kann man halt viel sparen im Moment. Und zwar habe ich eine Katze und wenn ich da an den Weihnachtsbaum so Sachen dranhänge und die Katze stößt an den Weihnachtsbaum, dann geht mir immer alles kaputt. Und es ist blöd und deswegen habe ich mir jetzt solche Anhänger geholt, die dann nicht kaputt gehen können. Und dann kann sie den Weihnachtsbaum umschmeißen, wie sie will und es passiert nichts. Und die haben jeweils immer nur noch 1,77 Euro gekostet. Das, ja, das, vorher haben die alle irgendwie 5,90 Euro gekostet, was ich ehrlich gesagt ein bisschen teuer fand. Und ja... Du simulierst jetzt den Weihnachtsbaum. Nein, ich wollte sie zeigen vom Namen. Der sieht ein bisschen aus wie Mr. Pooh von South Park. Sagt mir mal Bescheid, ob ihr den kennt. Die beiden anscheinend nicht, sonst hätten sie gelacht. Nein. So ein sprechender Kackhaufen. Oh! So sieht man es nicht. Ja, da sieht man es. Das ist so eine Oma.
Und es ist auch nochmal so ein kleiner Vogel. Die fand ich ganz süß. Und für 1,77 Euro fand ich das sehr günstig. Und da habe ich mir dann auch noch ein paar Ohrringe gekauft. Ja. Ja, da warst du auch schon wieder draußen. Und zwar fand ich die ganz süß. Die waren runtergesetzt von 7,90 Euro, haben dann noch 3 Euro irgendwas gekostet. Und es sind so kleine Fuchsköpfe. Und die haben so kleine Steinchen auch drin und glitzern ganz schön. Die fand ich sehr süß. Die mussten auch mit. Apropos Fuchs, du kannst mal deinen Ring zeigen, weil sonst fragen mich wieder die ganzen Leute, wo sie ihren Ring her haben. Ich weiß es nämlich schon nicht. Das ist ein Ring, den habe ich gekauft bei, ich glaube es war bei Six. Der hat gekostet 5,95 Euro, glaube ich. Oder 4,95 Euro. Ich weiß immer alle Preise, deswegen lachen die sich gerade kaputt. Also wir drei haben ja schon mal in der WG zusammen gewohnt. Zwei Jahre, oder? Ja. Zwei Jahre, wir drei. Ja. Und da war Coco Loris echt immer, also ich kann jetzt glaube ich noch sagen, was sie damals in unserer Studentenzeit gekauft hat, was wie viel gekostet hat, offensichtlich. Definitiv. Genau. Ja. Kann nicht jeder. Nee. Ich weiß immer nicht, auch wenn ich es am selben Tag gekauft habe und ein Video drehe, weiß ich nie. Ja. Genau. Was hast du gekauft? Ich habe mir auch die wunderschöne Eule kaufen müssen, denn ich bin total eulenverrückt. Und musste dann natürlich da auch zuschlagen für 1,77 Euro, wie Coco Loris schon gesagt hat. Konnte ich nicht dran vorbeigehen. Denn alles, was mit Eulen zu tun hat, ist im Moment meins. Ich bin nämlich schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach einem wunderschönen Vogelkäfig. Das hier ist das gute Stück. Zu Dekozwecken wird er aufgehangen. Und ich bin total glücklich, der hat nämlich anstatt 40 Euro nur noch 20 Euro gekostet. Totales Schnäppchen und wie gesagt, schon seit Ewigkeiten bin ich auf der Suche danach. Und ich habe meinen, ich habe einen runden davon, ja. Den habe ich auch vor kurzem erst gekauft und deswegen sind wir da alle heute nochmal zusammen hin. Und heute hatten sie sogar nochmal 50% auf alles, das war richtig cool. Jo, ich darf mal kurz unterbrechen. Das ist der Vogelkäfig, den ich mir kürzlich in diesem Geschäft gekauft habe. Ich habe ihn jetzt noch nicht so doll geschmückt. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Rosen dran gehangen und ein paar Kerzen rein. Und für den habe ich auch 20 Euro gezahlt. Und der ist echt total schön. Der ist auch so ein bisschen rustikal und abgenutzt. Und ja, finde ich total cool. Und Coco Loris hat damit übrigens angefangen. Sie hat nämlich bei sich zu Hause so einen schönen... Gott, habe ich fette Backen, wenn ich so runtergehe. Egal. Ja, sie hat damit angefangen und es sieht total schön aus in ihrer Wohnung. Sie hat da fast einen Ast drin, ne? Ich habe eine Pflanze drin. Ah, so. Das hängt alles an einem Ast und sie hat eine Pflanze in dem Vogelkäfig und ja. Yay. Dann war ich ja bei Mac gewesen. Das hattet ihr ja gesehen. Vorher, nachher. Bilder wurden da ja auch eingeblendet. Und da habe ich mir dann einen Powder Blush geholt. Na? Ja. Ein Powder Blush in der Nummer. Was ist denn das für eine Nummer? Ah, das heißt Harmony. Und der hat gekostet 23 Euro. Ich habe lange überlegt, weil es ja natürlich immer eine große Ausgabe ist, aber ich habe jetzt einen Monat lang überlegt und habe mir gedacht, jetzt will ich ihn aber wirklich haben. Und ich finde auch, ich bin sehr zufrieden und muss ihn natürlich jetzt selbst mal ausprobieren. Aber als sie das aufgetragen hat, fand ich, hat man es schon sehr stark gesehen. Und ja, teste das jetzt mal aus und ja, hoffe, dass es auch bei mir dann ganz gut aussehen wird, wenn ich es auftrage. Aber es sah auf jeden Fall sehr natürlich aus und die halten auch sehr lange. Wir drei waren vor 4 Jahren. Vor 5 Jahren waren wir zusammen in London und da habe ich mir, hat das gerade so mit dem Konturieren angefangen und da war ich auch auf der Suche und habe mir meinen ersten Blush von MAC gekauft, im Harrods, wie das heißt. Ja, genau, und den habe ich immer noch, also da fehlt zwar jetzt der Deckel vorne drauf, aber der Blush ist noch da. Ja, stimmt. Genau, und ist immer noch so gut wie früher. Und dann war ich noch bei Lush. Da hatte ich halt auch gesehen, dass Lush auch Schlussverkauf hat. Und ich finde immer, die Produkte sind relativ teuer.
also für so eine große Größe würde ich jetzt normalerweise 7,95 Euro zahlen müssen. Und wenn ich nicht genau weiß, ob das Produkt gut ist, dann bin ich da schon lange am Überlegen, ob ich das wirklich dann ausgeben möchte. Und jetzt war es 50% reduziert, also habe ich gedacht, naja, nimmst du mal mit. Und da habe ich mir einmal das pflegende Shampoo mit Bier, Zitrone und Cognacöl geholt. Das heißt Cynthia Sylvia Stout oder so. Ist so eine kleine Größe und hat 3,85 Euro oder sowas gekostet oder 3,50 Euro oder irgendwie sowas. Dann habe ich mir noch ein Duschgel geholt, das heißt Ponch, mit Pflaume, Orangensaft und einem Schuss Tequila. Kannst du auch mal selbst machen. Selbst machen oder selbst trinken, das vielleicht eher nicht. Das ist eine Limited Edition und ja, das war auch reduziert, steht zwar nicht drauf, aber auch wieder 50%, derselbe Preis wie vorher auch. Dann noch ein, das wird hier, ich glaube bei YouTube wird es gerade total gehypt, das ist dieses Rehab-Shampoo. Das soll besonders gut sein für besonders beanspruchtes Haar. Und da meine Haare im Moment sehr trocken sind, habe ich gedacht, nehme ich das auch mal mit. Und dann habe ich noch eine Lip Scrub geholt in der Geschmacksrichtung, wollte ich schon sagen. Popcorn heißt es. Und es war auch 50% reduziert und das hat dann noch um die 5 Euro gekostet. Ja, und das war's von meiner Seite. Reicht ja auch. Ja. Ich habe mir nämlich noch ein paar wunderschöne Schuhe gekauft. Auch angesteckt von Obacht und Kokolores. Wegen den Nieten. Allerdings ist das hier ganz kleine Nieten. Die Schuhe haben noch 10 Euro gekostet und der Laden heißt wie bei dir? Femme. Ah ja. Riechen leider noch ein bisschen stark, müssen nochmal gelüftet werden, aber sind wunderschön. Ja. Ja, da war ich heute die ganze Zeit auf der Suche von. Vor allem, was ich da ganz cool finde. Komm hier. Ja, wir haben Besuch. Was ich bei denen ganz cool finde, das ist trotz des Nietenlooks ist das noch sehr fein. Also das sind ja ganz, ganz kleine Pünktchen, die da drauf sind. Und mir, wie viel, was sagst du? Ja, also ich finde die auch sehr schön und vor allem im Braun auch. Ist ja, was anderes. Das ist was total anderes, total ja. Schön. Ich hatte die zuerst in Schwarz gesehen in einem anderen Laden, da haben sie mir leider nicht gepasst. Und dann haben wir sie zum Glück in dem Laden noch in Braun bekommen und ich finde die auch wunderschön. Vor allem der Preis war ja unschlagbar. Ja, 10 Euro. Die waren auch reduziert. Der Hammer. Mia macht sich gemütlich. Ey, Fräulein, aber nicht fremdgehen hier, ne? Ich will nochmal hier mal gucken. Nein, aber bei der anderen abgecheckt hier, ne? Ja, unser Essen hat übrigens sehr gut geschmeckt. Wir waren ja indisch essen, wobei ich gar nicht so viel essen konnte, weil ich habe gesagt, nicht scharf und selbst das war mir dann doch noch zu scharf. Und jetzt habe ich es mitgebracht, meine WG und meine Bewohnerin freut sich. Also Franka sitzt gerade drüben in der Küche und isst. Also guten Appetit! Guten Appetit! Genau. Ich habe gewonnen. Mir spielt 1, 2 oder 3 und Curly hat gewonnen. Und wir sind alle voller Haare, haben uns jetzt wieder schön zugehaart. Schön, dass wir auch alle schwarz anhaben, schwarze Hosen. Annika übrigens, schöne Grüße. Das war mal ein anderer Follow Me Around mit meinen Freundinnen. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, wir hatten ihn auf jeden Fall. Ja. Sind müde geshoppt, voll gegessen und arm. Und deswegen, genau, war es das jetzt. Und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschö. Tschüss. Wohin muss ich in die Kamera? Muss ich gucken, ne? Ja. Nimmt das schon auf? Oh, Session gerade. Natürlich, bitte. Bist du sicher, dass du morgen essen willst oder so? Dankeschön. Lass dir schmecken. Schmecken. Ja, lass dir schmecken. Aber also ist es scharf. Mit dem Video jetzt? Ja. Ja. Kannst dann sehen. Ich will das unbedingt sehen. Und? Sind das jetzt schon? Ja.
Löffel in der Kuchen zu kacken. Aber sie war ja vorher auch bei uns, ist noch über ihn drüber gerutscht. Stimmt.